Das hatte ich schon. Kette. Kette. Ist sie noch doch da? Nach 3 Jahren Arbeit mit mir gucken alle Menschen überall auf Ketten und Füße. Herzlich willkommen zu einem neuen Video-Ausschussreport. Am 24. März haben wir eigentlich 2 Ausschusssitzungen gemacht, deswegen kriegt ihr auch 2 getrennte Videos. Im ersten Teil haben wir uns mit der Luca-App und der Corona-Warn-App und aktuellen Entwicklungen beschäftigt. Im zweiten Teil fand eine öffentliche Anhörung zum Thema digitale Gewalt gegen Frauen und Mädchen statt. Erzählen werde ich euch in umgekehrter Reihenfolge. Zuerst geht es hier jetzt also um digitale Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Seit über 1,5 Jahren habe ich versucht, dieses Thema in einer Anhörung in den Digitalausschuss platziert zu kriegen. Endlich hat es geklappt. Das hat mich sehr gefreut, denn ich habe schon 2018 eine kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt und auf diese Weise erfahren, dass man dort nach wie vor so gut wie nichts tut. Obwohl die Bundesregierung durch die Ratifizierung der Istanbul-Konvention dazu verpflichtet ist, alle Formen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu bekämpfen und zum Beispiel auch Informationen und Statistiken zu allen Gewaltformen zu erheben, was sie im Fall von digitaler Gewalt gar nicht tut. Aber was ist denn eigentlich digitale Gewalt? Ganz viele Menschen denken, es handelt sich dabei um Drohungen, Beleidigungen im Internet, insbesondere in sozialen Medien. Aber digitale Gewalt ist wirklich sehr viel mehr. Während man Beleidigungen und zum Beispiel Vergewaltigungsdrohungen im Internet oft gar nicht weiß, wer das ist, findet doch ein großer Teil digitaler Gewalt im sogenannten sozialen Nahbereich statt, ist also sehr verwandt mit häuslicher Gewalt. So ist auch bei digitaler Gewalt der gefährlichste Moment für Frauen und Mädchen die Situation einer Trennung, wo der Ex-Partner sich nicht damit abfinden kann, Kontrolle über seine Partnerin haben möchte und zum Beispiel Spionagesoftware auf ihr Handy installiert, in ihr WLAN einbricht, vielleicht Internet of Things Geräte von Ferne manipuliert, Fotos, intime Fotos vor allem, die er früher, als die Beziehung noch intakt war, auf friedliche Art und Weise bekommen hat, plötzlich in die Öffentlichkeit bringt, auf Pornoplattformen veröffentlicht oder aber selbst mit sogenanntem Deepfake Fotos manipuliert, zum Beispiel pornografische Abbildungen und da dann das Gesicht der ehemaligen Freundin oder Frau hinein manipuliert, das dann veröffentlicht und manchmal sogar noch in Verbindung mit Doxing und das heißt in Verbindung mit der Veröffentlichung von persönlichen Daten wie Adresse oder Telefonnummer, das vielleicht sogar unter gefälschter Identität ins Internet stellt mit einer öffentlichen Anzeige zum so, als wäre das eine Prostituierte, die auf Anrufe wartet. Das kann unerträglich schlimm sein für betroffene Personen. Das nachträgliche Veröffentlichen von intimen Fotos gegen den Willen der abgebildeten Person nennt man übrigens manchmal Revenge Porn. Ich würde mich freuen, wenn wir diesen Begriff eliminieren aus der Debatte. Es ist bildbasierte Gewalt. Die hat mit Pornografie ja überhaupt gar nichts zu tun. Deswegen sollte man diesen Begriff auch nicht verwenden. Ein großes Problem ist auch das sogenannte Cyber-Grooming, das insbesondere Mädchen betrifft, zum Beispiel in Chats oder bei Online-Games, wo sie belästigt werden von Männern, die da plötzlich anfangen zu masturbieren, die sich auf irgendwelche Arten und Weisen intime Fotos erschleichen, mit diesen Fotos dann die Mädchen erpressen und das manchmal sogar zur Anbahnung von sexuellem Missbrauch verwenden. Das sind ganz entsetzliche Dinge, die sich da abspielen und zwar in einem Maßstab, der viel größer ist, als das allgemein bekannt ist. Aber es geht nicht nur um digitale Formen von Partnerschaftsgewalt, denn heimliches Fotografieren zum Beispiel kann man auch auf Schulklos machen, auf Festivaltoiletten, in Umkleidekabinen und kann diese Fotos dann veröffentlichen und zum Beispiel auf Pornoplattformen verbreiten. Die Sachverständige des Bundesverbandes für Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe hat uns erzählt, dass viele Frauen in solchen Situationen es sehr schwer haben, angemessene Hilfe zu finden. Zum einen gibt es viel zu wenig Beratungsstellen, zum anderen sind viele Beratungsstellen einfach nicht ausreichend ausgestattet mit Personal und vor allem aber auch mit Personal, das für diesen speziellen Fall digitaler Gewalt gegen Frauen auch entsprechend qualifiziert ist. Da muss man ja zum Beispiel, wenn eine Frau kommt und sagt, ich glaube, ich habe so Überwachungssoftware auf meinem Handy, erstmal elementar wissen, wie kann ich denn das überprüfen? Ein anderes Problem ist aber auch, wenn die Frauen Anzeige erstatten, dass sie bei der Polizei oft überhaupt nicht ernst genommen werden. Da wird bagatellisiert. Es gibt ein ganz klassisches Victim Blaming, wo man
in dem Fall der Frau nicht sagt, ja, warum bist du denn mit kurzem Rock abends durch den Park gelaufen, sondern in diesem Fall sagt man, warum hast du denn überhaupt so ein Foto gemacht und warum hast du das denn mal deinem Freund gegeben, als er noch dein Freund war? Das ist doch echt die falsche Frage, ja, genauso wie mit dem kurzen Rock, das ist Victim Blaming, das gehört sich überhaupt nicht. Ganz oft wird aber auch nicht richtig ermittelt. Es wird zum Beispiel bei Verdacht auf Spionagesoftware gar nicht sogenannte IT-Forensik vorgenommen, also dass man genau untersucht, ein Handy, ob da so eine Spionagesoftware drauf ist. Die gucken sich das gar nicht an. Die sagen der Frau, kauf doch ein neues, dann ist da nichts drauf. Das kann aber nicht jede Frau einfach mal so ein neues Handy kaufen. Die IT des potenziellen Täters wird übrigens auch in den seltensten Fällen untersucht, sodass man dann nur durch Zufall wegen anderer Strafermittlungen manchmal herausfindet, dass ein Typ schon seit Monaten oder Jahren Frauen online und digital belästigt. Und da so wenig ermittelt wird, gibt man die Verantwortung einfach der Frau zurück und sagt zum Beispiel, löschen Sie doch einfach Ihre Profile. Ja, das ist ungefähr genauso intelligent wie der Ratschlag, gehen Sie doch einfach nicht mehr auf die Straße, gehen Sie nicht mehr in den Park, benutzen Sie keine öffentlichen Verkehrsmittel, das ist inakzeptabel. Wenn dann irgendwann eine Anzeige tatsächlich vor Gericht landet, dann stellt sich heraus, dass am Ende es doch ein strafloses Verbrechen ist. Denn die Ermittlungen dauern nicht nur, wenn strafverfolgt wird, viel zu lange, sodass Wiederholungstäter, die sie sehr oft sind, die ganze Zeit weiter Straftaten begehen können. Sie enden auch in den allermeisten Fällen ohne ein Urteil. Den Tätern wird also die Botschaft vermittelt, mach ruhig, ist nicht so schlimm. Für die Frauen ist das desaströs. Ich will euch nur mal ein paar Zahlen nennen. Im Bereich Cyberstalking zum Beispiel, da gab es 2016 19.000 Anzeigen. 0,7% davon sind mit einer Verurteilung des Täters geendet. Es gab eine kleine Strafverschärfung im Jahr danach, aber auch 2018 waren es nur ungefähr 300 Urteile auf ebenfalls ungefähr 19.000 Anzeigen. Das ist einfach, das geht gar nicht. Es gibt aber auch sehr viele Frauen, die gar nicht erst Anzeige erstatten. Die Dunkelziffer ist also noch viel, viel höher. Das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, sie wissen, dass es nichts bringt, dass in vielen Fällen es zu keiner Verurteilung kommt. Sie haben aber auch Hemmungen davor, wenn zum Beispiel intime Fotos von ihnen, die sowieso schon im Internet verbreitet worden sind, als Beweismaterial in die Akten eingehen und im Gerichtsverfahren möglicherweise auch nicht entsprechend sensibel behandelt werden und sie ja auch nicht ahnen können, wie respektvoll man mit ihnen da umgeht. Und ehrlich gesagt, sie sind da auch zu Recht oft beunruhigt. Die Folgen für die betroffenen Frauen sind wirklich gravierend. Viele ziehen sich aus digitalen Medien zurück, eine Art Deplattforming, und das ist auch ein Problem für die Demokratie. Viele Frauen empfinden unermessliche Scham, wie das eine Sachverständige beschrieb, aber auch ein Gefühl von lang anhaltendem Kontroll- und Machtverlust. Das führt sehr oft zu psychischen Konsequenzen. Eine Sachverständige sprach davon, dass 90% der Opfer solche psychischen Folgen haben, von Schlafstörungen, Panikattacken, Angstzuständen bis hin zu Depressionen. Aber es gibt auch ganz andere Folgen, die gravierend sind für betroffene Frauen, zum Beispiel, dass sie gezwungen sind, umzuziehen, dass sie neue Geräte kaufen müssen, was Geld kostet, oder sogar ihre Arbeit verlieren, was natürlich auch erhebliche finanzielle Folgen für sie hat. Dahinter steckt ganz oft ein antiquiertes Frauenbild. Wir finden sehr oft die Täter auch im Bereich des Rechtsextremen, wo man sich im Übrigen schon den Tipp gibt, auf diese Art und Weise politische Gegner platt zu machen, weil man da nicht mit Strafverfolgung zu rechnen hat. Sehr oft gibt es auch eine Überschneidung mit Rassismus, mit Homophobie, mit Islamfeindlichkeit, dass man also Frauen, die aus diesen Bereichen kommen, besonders heftig angreift. Was ist zu tun? Also zum einen braucht es erheblich mehr Prävention. Bei der Prävention möchte ich aber nicht, dass wir die ganze Zeit darüber diskutieren, wie Mädchen und Frauen sich besser schützen können oder auch wie sie es besser aushalten. Ich möchte, dass man sich der Frage widmet, wie verhindert man, dass Jungs und Männer zu Tätern werden, dass sie solche komischen Männerbilder haben, die ihnen einreden, sie hätten ein Recht darauf, Frauen zu kontrollieren, insbesondere dann, wenn sie verlassen werden. Die sollen einfach lernen, wie man damit klarkommt. Es braucht natürlich wie immer mehr Digitalkompetenzen, die auch im schulischen Umfeld vermittelt werden. Es gibt ja auch Verkehrssicherheitstraining für Erstklässler, dass sie lernen, sich mit Fahrrad im Verkehr gefahrlos zu bewegen. So etwas muss es auch für den digitalen Raum geben.
An den vielen beschriebenen Fällen habt ihr aber auch gemerkt, dass es natürlich nicht bloß um Kinder und um Schule gehen muss. Wir brauchen auch Aufklärung für Erwachsene aller Altersgruppen. Wir brauchen da wirklich eine große Kampagne, die mehr aufklärt. Wir brauchen aber, wie ich schon beschrieben habe, auch besser ausgestattete Beratungsstellen, vor allem mehr Ressourcen, mehr Qualifikationen. Wir brauchen das Gleiche bei Polizei und Justiz, mehr Ressourcen, mehr Qualifikationen und eine Anwendung geltenden Rechts. Hier und da ist aber tatsächlich auch eine Erweiterung geltenden Rechts notwendig. Unser jahrelanger Druck hat offenbar dazu geführt, dass die Koalition genau am Tag unserer Anhörung zu digitaler Gewalt gegen Frauen und Mädchen eine Änderung des Gesetzes zum Cyberstalking verabschiedet hat, die tatsächlich erhebliche Verbesserungen bringt. Da gibt es zum Beispiel eine Erweiterung von Straftatbeständen und auch von wann eine Tat als schwere Tat zu bewerten ist, mit bis zu 5 Jahren Haft. Ich hoffe, das wird auch angewendet. Da gehört nämlich zum Beispiel auch dazu, wenn man Spyware benutzt, um zum Beispiel eine Person auszuspionieren oder auch Fotos zu gewinnen, die dann zum Beispiel auf irgendwelchen Plattformen veröffentlicht werden. Auch das Veröffentlichen heimlich aufgenommener Fotos allgemein soll hier stärker unter Strafe gestellt werden. Bisher waren ohne Zustimmung veröffentlichte Nacktfotos auch schon strafbar, aber nur über das Kunsturheberrecht, weil ich ja die Rechte an meinem eigenen Bild habe, also die Urheberrechte in diesem Fall. Aber das war dann sowas, wo die Polizei und Justiz gesagt haben, das ist doch nur so eine Bagatelle. Jetzt ist es keine Bagatelle mehr, jetzt ist es Cyberstalking. Ob das am Ende tatsächlich zu Verurteilungen führt, das wird man sehen, denn die anderen Fälle bisher waren ja auch strafbar und sind trotzdem nicht strafverfolgt worden. Was es immer noch mehr braucht, ist mehr Forschung und bessere Informationen. Es braucht endlich eine Aufnahme von digitaler Gewalt in der Kriminalstatistik. Ich verspreche euch, ich werde an diesem Thema weiter dranbleiben und euch auch auf dem Laufenden halten. Die Anhörung war übrigens öffentlich. Sie dauerte knapp 2 Stunden und ich empfehle euch wirklich, euch die mal anzugucken. Unten in den Shownotes, da werdet ihr den Link zur Mediathek des Bundestages finden. Vielen Dank, dass ihr auch diesmal wieder dabei wart. Bleibt gesund, verhaltet euch verantwortungsbewusst und bleibt zuversichtlich.